Na, dann bau doch einen Franzis-Termin. Das war die Antwort von Freunden, was ich als nächstes in meine Terminreihe bauen sollte. Aber der Franzis-Termin-Kit war mit 50 Euro doch etwas teuer. Und erst in letzter Zeit hat sich der Preis um die Hälfte gesenkt und mit 24,95 Euro direkt von Franzis, da habe ich dann zugegriffen. Nun bin ich bei Franzis etwas vorsichtig, da es sich gerade beim Termin um eine Mogelpackung handelte. Auf den Werbebildern wurde ein Gerät vorgestellt, das auf der Vorderseite noch 3 Potentiometer anzeigte, die es aber nicht gab. Mehr Sein als Schein wurde hier vorgeführt. Aber in der neuen Verkaufspackung ist dann alles wieder in Ordnung. Es gibt in der Zwischenzeit auch ein Theremin-Kit, bei dem nichts mehr gelötet wird, sondern nur noch gesteckt. Und wer überhaupt nicht basteln kann, sollte hier mal sein Glück versuchen. Hier nun das Video, wie es mit meinem Bastelkit weitergegangen ist. In der schön gestalteten Schachtel finde ich ein kleines, sehr gut gemachtes Buch über viele Aspekte zum Theremin, wie Geschichte, technische Funktion und auch die Aufbauanleitung. Aus dieser Sicht ist der Baukasten von Franzis schon sein Geld wert. Der Bausatz enthält alle Teile, die zum Aufbau nötig sind. Das sind die Spulen, die Elgos und einige Befestigungsteile sowie ein Potentiometer. Auch die wichtige Ausziehantenne, mit der der Theremin dann gespielt wird, ist mit eingepackt. Und eine Rolle Draht braucht man für die wenigen Verbindungen. Der Lautsprecher gibt dann die entsprechenden Schwingungen ab. Dazu verhilft natürlich die Versorgungsspannung eine 9 Volt Blockbatterie. Und alles wird schön eingebaut in die stabile Pachtschachtel mit entsprechendem bunten Aufdruck. Also beginnen wir mal mit der Platine. Für mich zum Glück sind auch schon die SMD-Bauteile alle eingelötet, mit denen ich wohl einige Probleme hätte. Ich löte also erst einmal den Trimmer. Eine der beiden Spulen. Die Elgos in der Reihenfolge 100 Mikrofarad. Und 10 Mikrofarad. Und dann das Potentiometer ein. Nun kommt eine Schraubklemme für die Spule 1 und wird auf der Rückseite der Platine festgelötet. Die Schraublöcher, die führen nach außen. Eine Gummidurchführung für die Antenne wird mit etwas Kraft in eine Öffnung auf der Schachtelrückseite gedrückt. Diese hält später die Antenne fest und gibt der ganzen Konstruktion einen besseren Halt. 2 handelsübliche Messingabstandshalter werden dann zusammen mit der Potentiometerachse die Elektronik am Platz halten. Nun schraube ich die Ausziehantenne auf der Platine fest und setze das ganze Gebilde auf die Abstandshalter. Dann werden diese fest angeschraubt. Und auf der anderen Seite wird die Schraube mit passendem Schlüssel am Potentiometer befestigt. 2 Verbindungsdrähte werden zugeschnitten, abisoliert und mit dem Lautsprecher und der Platine verbunden.
Ein dritter Verbindungsdraht geht vom Lautsprecher-Negativpol auf der Platine zur Grundschraube. Dieser Draht wird dann mit einer Öse mit dieser Schraube verbunden. Und nun noch die Stromversorgung. Der Clip für den 9 Volt Batterieblock wird an die entsprechenden Pole an der Platine festgelötet. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich die Batterie in einen 3D gedruckten Halter stecken und in der Schachtel befestigen. Und wozu ist denn eigentlich diese blaue Schraubklemme da? Aber das ist doch klar, da wird dann die zweite Spule eingeschraubt. Nun fehlt nur noch der Einschalter und Lautstärkeregler. Dazu wird das Potentiometer zurückgedreht, bis ein Klick ertönt. In dieser Stellung wird dann der Regelknopf aufgesetzt und an der Achse festgeschraubt. In der Nullstellung schaltet sich unser Theremin ein oder aus und dann kann auch die Lautstärke eingestellt werden. Und bevor man mit dem elektronischen Musikinstrument vernünftig arbeiten kann, muss man es abgleichen. Dazu ist auf der rechten Seite eine Adjust-Öffnung vorhanden. Mit einem kleinen Schraubenzieher kann man dort einen Trimmer erreichen, mit dem man das Theremin abgleichen kann. Im Handbuch ist dazu eine Anleitung. Und hier nun die Kurzfassung. Der Daumen der linken Hand liegt auf der Grundschraube. Mit dem eingesetzten Schraubenzieher wird der Trimmer so eingestellt, dass ein tiefer Ton ertönt. Nach dem Entfernen des Schraubenziehers soll keine Schwingung mehr ertönen. Beim Annähern der rechten Hand an die ausgezogene Antenne sollte dann ein Ton erklingen. Die Tonhöhe wird beim Annähern der Hand immer höher. Und das wäre dann der Grundabgleich. Wenn das Gerätchen nun fertig gebaut ist, wird es wohl zu einigen Enttäuschungen kommen. Der ausgegebene Ton ist nicht gerade der schönste. Und außerdem funktioniert das Musikinstrument nicht so wie gewohnt und man muss viel Mühe und Arbeit hineinlegen, um etwas Vernünftiges damit zu erreichen. Ich bin hier bei meinen ersten Versuchen und bin mir sicher, Sie werden es besser machen. Bevor ich nun zum Schluss komme, zeige ich hier noch den 9 Volt Batterieblockhalter, 3D gedruckt natürlich,
und wie er eingebaut ist. Das Francis-Theremin ist wohl nach längerer Übungszeit spielbar. Mich stört aber der eintönige Sinuston und die schlechte Tonqualität. Da ist Besseres auf dem Markt. Aber für die ersten Versuche ist der Francis-Theremin schon recht brauchbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und grüße Sie mit einem Bild des großen Stiefels bei St. Ingbert aus dem Saarland. Salut!